Hallo und herzlich willkommen zu Holger Kocht und Grillt. Heute machen wir was, und zwar ist das ja ein Dip oder eine Zutat zum Grillen. Morgen kommen Freunde zum Grillen und da habe ich mir gedacht, weißt du was, die Tomatenbutter, die ich immer mache, die hast du schon lange nicht mehr gemacht. Und heute zeige ich euch, wie die geht. Und wenn wir morgen grillen, kann ich ja heute schon mal so lecker Gaffelwies trinken. Ne? Prost zusammen. Immer schön Stöpsel drauf tun für die Wespen. Ne? Für die Tomatenbutter. Also ich nenne die Tomatenbutter. Ich mache die aber immer mit einer Halbfettmargarine. Die lässt sich besser streichen, bin ich ehrlich. So eine Butter, wenn die im Kühlschrank ist, die musst du eine halbe Stunde vorher rausholen und ist da ein bisschen mehr Fett drin. Aber hiermit lässt sich besser verarbeiten. Wir brauchen natürlich dann, ihr könnt Butter nehmen, ich nehme eine Halbfettmargarine. Dann habe ich hier frischen Rosmarin, frischen Oregano, frischen Zitronen-Thymian, zwei Knoblauchzehen, die habe ich schon gejagt, ein bisschen Pfeffer und Salz. Und ich habe hier Tomatenmark, das Scharfe. Mehr brauchen wir nicht, ne? Wir fangen natürlich an mit der Schnibbelarbeit. Wie gesagt, Tomatenmark braucht man nicht schnibbeln, ist passiert. Nein, Quatsch. Die Knoblauchzehen habe ich schon gehackt, das waren zwei Stück. Für die Rosmarin, ziehe ich, also den habe ich aus dem eigenen Garten und frisch gewaschen. Ne? Also schön abgewaschen. Macht nicht zu viel rein, es soll nicht überwürzt sein. Ich mache so ein halbes Stängelchen hier. Der Zitronenthymian, der ist so fein, da kannst du die Stiele direkt mithacken. Und der Oregano, guck mal hier, der ist wunderbar. Oh, ich liebe Oregano. Der eine Stiel hier ist ein bisschen härter, den ziehen wir ab. Ach komm, vom Oregano ziehen wir einfach die Stiele ab. Einfach gegen den Strich ziehen. So, und dann wird das ganze Zeug schön klein gehackt. Solltet ihr keine frischen Kräuter haben, könnt ihr natürlich auch getrocknete nehmen oder gefrorene. Aber ich habe es halt da, die wachsen jetzt schön im Garten. Deswegen nehme ich auch frische. Ne? So, wenn das so schön fein ist hier, dann reicht uns das. Als erstes machen wir natürlich mal die Margarine auf. Ne? Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das wieder hinkriege hier, ohne das kaputt zu reißen da oben. Ja, wenn die eine halbe Stunde in der Sonne steht, geht das wunderbar. So, wenn die Butter hier in dem Schälchen drin ist, so, ne, kommen natürlich die ganzen Kräuter da rein. Und der Knoblauch hinterher. Und dann natürlich Tomatenmark. Ach, die ist noch zu. Die habe ich neu gekauft. Wie gesagt, ich habe jetzt die scharfe hier, also die scharfe Tube oder das scharfe Tomatenmark. Dann nehme ich erstmal so eine, ja, ich würde sagen eine halbe Tube. Das müsste reichen. Ich probiere mal gerade, ob das Ding sehr scharf ist. Nee, geht. Da gibt es so einen Paprikamark im türkischen Supermarkt. Das ist schärfer. Das könnte ich auch mal machen. Paprikabutter, ne? Paprika-Tomatenmarkbutter, Paprikamarkbutter, so. Ja, und dann ein bisschen Pfeffer und Salz. Das ist wieder meine Mischung hier, die ich immer da habe. Dann rührt er dann am besten mit einer Gabel. Das ist am einfachsten. Da kannst du mich schön die Margarine durch die Zinken drücken. So, und dann ist die im Prinzip schon fertig. Ne? 2-3 Minuten geschlagen. Und dann fülle ich die immer wieder direkt in das alte Schälchen zurück. Ne? Weil da ist ja nicht viel dabei gekommen. Das passt da rein. So, und dann ist die Tomatenbutter schon fertig. Wie gesagt, eine Sache von maximal 5 bis 7 Minuten und die ist super lecker. Jetzt muss ich natürlich noch richtig probieren hier. Ich habe so extra so eine Laugenstange hier. Das war so eine Käselaugenstange. Den Käse habe ich abgegessen, damit er nicht den Geschmack verfälscht. Mein Schatz wird sich wieder verfluchen. Wo ist mein Käse? Habe ich gegessen. Ja, dann muss ich natürlich auch mal die Butter probieren. Ne? Boah. Die ist so lecker. Also, das ist für mich die beste Beilage zum Grillen oder, ja, Beilage ist sie nicht, beste Dip zum Grillen, den es gibt. Müsst ihr auf jeden Fall so nachmachen. Ihr werdet begeistert sein.
Schön, dass ihr dabei wart. Madet Jod, schwenkt der Hut. Bis zum nächsten Mal. Prost zusammen. Oh, jetzt muss ich andersrum gehen. La 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 la